Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Spills 3. Auf der letzten Kampagnenkarte und einmal sieht ein bisschen mitgenommen aus. Ich habe doch mal einen Tempel gebaut, glaube ich. Tausend Monate. Ich weiß, dass wir letztes Mal noch diesen total harten Kampf gegen die Naga haben. Spiel, bitte häng dich nicht auf. Spiel! Aber warte, wenn es Frame Drops gibt. Das kann ich nicht bauen, das muss ich nicht bauen. Da habe ich schon fertig gebaut. Das kann ich auch nicht bauen. Ja, super. Laden für magische Ausrüstung. Das ist nicht der Laden, den ich gerne hätte, kann das sein? Der hat nur so scheiße. Ach, na toll, hätte ich auch bei dem hier jetzt gucken können. So, eine Runde verplempert. Sehr gut, so macht man das. Ja. Der Laden, was haben wir denn hier? Nee, 250 Dinger nehme ich aber auch nicht mit. Da sind 500 Gold dafür doch etwas zu teuer. Eisbären schon wieder. Fällt ein, dass ich einmal die Naga überhaupt nicht vorgelesen habe. Ja. Aber man hat ja gesehen, was für Viecher sind. Oh, dein Zug lämmert. Könnte ich jetzt auf einen Fokuspunkt stellen, aber wozu? Geht ja auch so. So, der Eisbär. Der sitzt hier auch schon mal in Bewegung. Kavallerie kann mal beschleunigen. Du gehst mal auf den hier außen. Hättest mal einen kritischen Treffer machen können, das hätte ich sehr schön von dir gefunden. Macht er aber nicht. So. Du hättest jetzt auch mal einen machen können. So, einmal beschleunigen. Das ist bei dem auch gemacht. Sieht so aus. So, und du vernichtest den jetzt. Du haust mal auf den Eisbären hier drauf. Machst gar nicht mehr so viel Schaden, wie ich in Erinnerung hatte, dass du den hätte machen können. Was für ein Satz. Boah, gut. Greif den hier mal an. Ich gehorche. So, dann... Ja, schieß da mal drauf. Können die beiden... Könntest den hier erledigen. Mit etwas Glück. Boah, Glück war mir hold. Oder wie auch immer das jetzt genau heißt. Das macht lähmert. So. Hätte ich es ja auch jedem bewegen können, aber egal. Sehen wir die schöne Laufanimation des Trolls länger. Und kannst mal zu... Mach die Defensivhaltung. Ja, egal. So, du auch nochmal eben heilen. Ja, und hätte ich den jetzt nicht dahingestellt, würde Lämmert da auch bestimmt hinkommen. Huch, da war Lämmert ja gar nicht auf sein Pferd beim Reiten. So habe ich den da hinten nicht geschlagen. Verplant halt direkt am Folgenanfang, so muss es sein. Mach du den mal eben fertig, mein Gott, was soll's. Okay, hätten auch die Magier machen können. Aber egal. So, dann hau einmal 420 Schaden rein. Ach, du hättest doch heilen können, na egal. Volltreffer. So. Irgendwer ist aufgestiegen. Die Heilerin, na toll. Kann ich jetzt das hier bauen? Nee, das kostet 8. Ich hab's ja schon einmal gesagt, Gott, die nicht sowieso schon uns. Ja. Gold ist in diesem Spiel überhaupt kein Problem. Was einem fehlt, sind Stein, und ich wollte mit ihm die Map öffnen, weil ich noch irgendwie, keine Ahnung, so im Rollenspiel-Format drin bin.
sollte Disciples 3 auch eher bei Strategiespielen einordnen auf meiner Playlist-Section da. Du bist ja auch ein paar Rollenspiele eingegliedert, aber es ist ja dann doch mehr Strategie als Rollenspiel. So, kannst mal den Goblin weghauen. Wenn schon etwas mit einem Schlag tot ist, dann soll man es auch sofort machen. Es hat etwas übertrieben, dass Slammer einfach immer direkt in die Reihe der Gegner laufen kann. Und du hast dich perfekt hingestellt, muss man mal sagen. So, einen kritischen Treffer? Nö. Weil jetzt kann... Also können die Magier hier nämlich euch alle treffen. Das ist doch schön. Ah, oh, 3 Schaden. Das ist dann wieder so... Aber heilen, was gar nicht nötig war. So. Du kannst das hier mal machen. Und, der ist in Defensivhaltung, deswegen greife ich den gar nicht erst an. Weil er nämlich nur halben Schaden gemacht. Und der Nachttänzer beendet es jetzt. Der Feind ist vernichtet. Ja, war mal wieder äußerst schwer. Ring des Angriffs. Haben wir hier 3 Legionäre, wie es aussieht, oder sind das anderes hier? Speerkämpfer, ja. Gut, ein Legionär und Speerkämpfer im Waffenladen. Ob brauche ich alles nicht, was da drin ist. Ich habe nämlich keinen 0815 Helden. Ja doch, ich habe den hier, aber der war nur zum Handeln gedacht. Und ja, greifen wir sie mal an. Eigentlich sind die Legionäre auch nur Speerkämpfer mit besseren Stats. Die unterscheiden sich auch optisch kaum. Einheit in erscheinen sich überhaupt nur. 630 Schaden gefällt mir schon deutlich mehr, beziehungsweise 1125. Was für eine geile Zahl. Der hat 1220 Lebenspunkte. Seit wann haben die so viel? Okay. Stufe 24 Einheiten. Interessant. Ich glaube nicht, dass die normal die Stufe haben. Davon hätten die jetzt auch mehrere hier packen können, obwohl die wären auch keine Bedrohung gewesen. Ja. Einfach mal auch mehr Magier. Kämpf ja im... Weil, boah, du kannst mal draufhauen. Man hat ja gesehen, dass Magier unsere Gruppe durchaus zu schaffen machen. So, Nahkämpfer? Das wehrt ja Lambert alles ab, aber Fernkämpfer geht. Fernkämpfer gehen leider auch mal auf Lambert. Aber die Magier, wie die Nager, die machen auch den anderen Schaden. Und ja, Lambert hat auch nur normale Magieresistenz und keine übertriebenen. Deswegen sind das eher Gegner, die man auch so in den Weg stellen sollte, weil mit Nahkämpfern, die halten mich eh alle an Lämmert auf. Wenn Lämmert jetzt 100 Rüstung hätte, dann würden die ihn nicht mehr angreifen. Lambert. Das wäre auch so eine Sache, Lämmert 100 Rüstung zu geben, damit er einfach nicht mehr angegriffen wird. Aber dann würden die immer vehement versuchen, den zu ignorieren. Da könnte man auch irgendwie Ausdrucks mit Decken und alles. Die Kavallerie erwartet eure Obwohl, Lämmert hat ja nur einen Deckungspunkt. Oh, Bewegung, falls du überhaupt gebraucht wirst. Der Ork, der kann mal was auf die Fressleiste bekommen. Dann wird der auch angegriffen. So, nochmal. Dann kannst du auch nochmal dich vorbereiten. Was gar nicht nötig sein wird, weil Lämmert stellt sich jetzt hier hin. Naja, man hätte es geschickter regeln können, ohne dass Lambert noch Schaden gekriegt hat, weil er hat ja nur 4 Schaden angerichtet. Oder mich verguckt. Also auch nicht so viel. Führt das hier eigentlich hin? Ich weiß gar nicht mehr, wo wir hin müssen. Schurke. Jetzt übertreibt das so langsam wieder. Da ist mir aus Versehen der Zauber ausgerutscht.
Naja, egal, das ist legitimer als Kampf überspringen. Na, die Schurken sind tot. Gibt doch etwas weniger Erfahrung. Kann mir aber gerade eh gestohlen bleiben, weil ich überhaupt niemanden aufrüsten kann. Ich gehorche. Ob das überhaupt was wird mit dem Heiligen Rächer, das ist gerade so eine Frage. Oh, 132 Schaden. Ach stimmt, die sind ja gegen alle Magiearten gut an resistent, so. Aber nicht gegen Wasser, das ist auch... Der Feind ist vernichtet. Natürlich ist der Feind vernichtet. Was hast du denn erwartet? Boah, den Brunnen können wir auch nochmal mitnehmen. Das Gefühl, wir müssten hier sowieso hinter meinen... Ach, hier kommen wir zu unserem Dingens. Zu unserer Stadt. Sagen wir da auch mal Hallo. Stell Mithrael mal in die Mitte. So, hier können wir doch... 400 Trefferpunkte. Die sind sogar billig. Nein, sind die gar nicht. Hä? So... 6 davon kaufen wir mal. Ist das 250 Trefferpunkte für 200? Okay, da steht der Preis. Ja, für die 250 Dinger hier müssten wir 500 zahlen. Ist auch. Na gut, die. Doch, ist logisch, weil die kann man auch hier im Einheitenmenü auswählen. Ist das? Na, nee. Hier so 2 Stück kannst du mal mitnehmen. Falls da jemand wieder sterben sollte, dann können wir jetzt endlich zum Paladin ausbauen. 1250, genau, die Heilerin müssten wir auch nochmal irgendwann ausbauen. Aber ich lasse die Heilerin jetzt mal so ein bisschen auf der Strecke schon liegen. Unterwegs. Da wir in der Stufe 9 Iduel von vornherein haben, deswegen konzentriere ich mich erstmal auf die. Danke! Sehr liebenswürdig. Hat sie denn Schaden gemacht? Boah, nö, eigentlich nicht. Machen wir lieber 450 Schaden auf hier drauf. Obwohl wir nur 350 kriegen, ich sollte nicht so verschwenderisch sein. Bräuchten auch noch eine Lebensmana-Quelle. Die wäre auch noch nützlich. Lambert? Boah, Lambert. Hau ihm mal aus den Socken. Nimm das. So. Natürlich war der Crit jetzt vollkommen übertrieben. So, dann einmal beschleunigen. Geh's mal hier drauf. Ihr könnt da auch noch eurem kleinen wenig Schaden da reinhauen. Bewegung setzen. 61 halt sie jetzt. Wundervoll. So, da ist auch schon fast das Ganze von der Legion weggeheilt, was die mit dem Zauber an Schaden angerichtet haben. Frag mich, ob wir in dieser Runde da noch wieder Aschkeil bekämpfen müssen. Ja, wir haben den zwar schon mal getötet. Ah, und jetzt haben wir ja auch einen Paladin. Ich vergesse, dass wir nur einen Imperialen hatten, weil ich ja voll gekauft habe. Der nicht allzu oft zum Einsatz kommt. Naja. Dafür haut er halt ziemlich rein, wenn er mal zum Einsatz kommt. Wie viel Schaden macht er? 268. Zum Vergleich. 288. Gut, der macht mehr Schaden. Dafür hat der Troll weitaus mehr Lebenspunkte. Heißt so ein bisschen. Die Mission wird erfolgreich sein. Eine Mischung aus Tank und Damage-Dealer. Mal solche Begriffe wieder zu benutzen. So. Da oben war noch dieser Nebengang, da würde ich vielleicht auch nochmal gerne herlaufen. Dann wird die auch nochmal weg. Wieso kann ich nicht zaubern? Ach, weil ich den Brunnen benutzt habe, gar die ich folge. Runde nochmal erneut. Schaffst du das mit Wirbelwind beide wegzuhauen? Ja. Nein, schaffst du nicht. Naja, aber fast. So, leider kriegen die auch keinen Erfahrungsbonus, weil ich mit dem Ritter schon 2 Stufen oder so aufgestiegen bin. Das ist sehr ärgerlich. Deswegen so früh wie möglich hier die Dinge ins Kaufen.
war knapp. Ich war da meinen Kanalisator gezogen, bevor wir vorher gebraucht. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Egal. Hat ja auch so geklappt. So, du setzt dich in Bewegung, falls du gebraucht wirst. Die Gruppen sind auch viel zu klein. Also jetzt vier Gegner gegen uns, sieben zu stellen. Ich mecke viel zu viel rum. Sollte ich vielleicht mal lassen. Sicher. 192, das ist passabel. Obwohl es halt nicht so... 208, und wie viel macht der normale Imperiale? Ach, du bist der Paladin schon. Ach, 160, ja gut, ist schon ein bisschen Schaden höher. Aber meiner Meinung nach nicht so drastisch. Ich finde jetzt Paladine, boah, ja. Sind halt eine Übergangseinheit. Also, da geht es uns hin. Nee, so. Komme ich denn schnellstmöglich dahin? Ich diene dem Imperator. Ja, in erster Linie dienst du mir. Ach, toll, die kann ich benutzen. Hey, den da auch nochmal. Was ist das für ein Gegner? Ah, der bewacht nur einen Sack. In den Säcken ist eh nie was Tolles drin. Da ist vielleicht eine Rude oder so drin. Brauche ich jetzt nicht so, obwohl ich gegen die Nahe ja so viel eingesetzt habe. Aber das kam auch unerwartet. Auf einmal so eine richtig fette Truppe. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Auch wenn man das vielleicht während des Kampfes nicht so gemerkt hat. Aber da war ich auch ein bisschen am Absterben. Also meine Leute zumindest. Ich warte auf eure Befehle. Ja, du bist mir aber scheißegal. Nichts für ungut. Aber ich habe dich nur zum Verkaufen gekauft. Was sehr viel Sinn macht. Ist natürlich auch jetzt so ein bisschen so, naja, wenn das jetzt, wenn man beim Handel nicht alles verkaufen kann. Oh, ja. Ich habe das Gefühl, die Legion die Legion hat das Gebiet hier eingenommen. Ja, super. So, obwohl das vielleicht heißt nicht Trüll viel zu viel rum. Was, hinter mir ist ein Gegner. Ja, wie bin ich denn an denen die ganze Zeit vorbeigelaufen? Das finde ich ja jetzt interessant. Aber der Vollständigkeit halber machen wir euch auch fertig. Seid ja jetzt nicht ganz so das Zeugs, was wir die ganze Zeit treffen. Ich warte auf eure Befehle. Boah, warte doch auf, was du willst. Ja, das wird er schon. Der gar nicht mal so wenig Schaden. Der Tod ist ein bisschen zu schwach für dich, irgendwie dafür, dass es der Tod ist. Wen treffe ich alles, wenn ich dich angreife? Dann treffe ich den Tod da hinten nicht mehr, aber das ist jetzt sowieso egal. Beschleunigen. Wegheilen. Wegheilen. Einmal so. Das war für mich jetzt irgendwie lohnenswerter. Oh mein Gott, es hat so weh getan. 198 Schaden. Auf den Tod. Der hat's verdient. Und der Tod ist jetzt auch tot. Swatch, ich bin so toll. beschleunige du mal. Ach, du hast doch eigentlich schon beschleunigt. Ich hätte dir jetzt auch den Kill mal lassen können. Naja, egal. Lärm ist aufgestiegen. Hab ganz vergessen, dass er noch aufsteigen kann. Ausdauer, Stärke, Geschicklichkeit. So, kann ich dir noch irgendwas Vernünftiges geben? Todresistenz hast du wenig, das war's. Das ist Luftresistenz. Brauchst du ja weniger Feuerresistenz, kann ich dir noch geben? Ja, seine Resistenzen sind total durchschnittlich. Aber seine Rüstung, 97. Ich darf dem nichts mehr auf Rüstung geben. Bin gleich da.
Wenn ich jetzt einen Helm oder so finde, den darf ich nicht anlegen, sonst sofort greift keiner mehr Lambert an. Ein bisschen, naja. Man muss halt aufpassen mit diesen Elixier der Bergketten, was man findet. Habe ich da übrigens noch eine falsche Taste? Habe ich da eigentlich noch eins im Gepäck von? Tatsächlich. Kann ich, wenn ich Geldsorgen habe, dann auch wieder verkaufen. Toll, ich hoffe, ich finde die Stelle wieder mit den beiden Untoten. Bin ich jetzt überhaupt auf dem richtigen Weg? Ich habe ja jetzt sogar total Gefühl nicht. Ah, hier ist die Stelle mit den beiden. Ja, gut. Warum auch immer wir den... Ach ja, weil der Vorsprung da ja ist. Ja, das ist Lamberts einziges... Das war nur eine Ausrede, als er gesagt hat, er täte es, weil es so eine gute Frau mit tollen Manieren ist. Ja, ja. Oh, Gegner. Hm, toll. Bin schon unterwegs. Wieder Polarwölfe. Gegen die haben wir ja jetzt auch erst einmal gekämpft in dieser Aufnahme. Ja, man merkt, ich brauche dann doch mal so langsam eine Abwechslung von Disciples 3. Eine Abwechslung in der Erholung. Und ich habe das jetzt auch wieder alles sehr geschickt gemacht. Ich beherrsche die Macht. So, einmal reinhauen. Mal reinhauen. Sehr schön. So. Heilen. Du auch nochmal eben. Und du kannst, kannst du den weghauen? Ja. Nee, tun sie auch nicht mehr. Ist das vielleicht, naja, ein Knochendrachen? Könnte er vielleicht noch eine Chance auf Fehlschlag haben? Der Feind ist vernichtet. Ah, die Dingens sind auch geschickt. Oh, ich habe hier genug, hier, da, Dingens. Steine. Dafür. Zum Glück habe ich nicht genommen, da hätte ich noch mehr Steine gebraucht. Ich finde, einen Steinfuß bekommen. Nee, da gehe ich jetzt echt nicht mehr rein. Die Dinger für dein Sold. Danke, liebe Legion, vielen Dank für den schönen Meteoroiden. Was ist das für ein roter Punkt? Toll. Lambert. So. Ach, toll, für den dummen Zauberalarm bin ich hochgegangen. So. Den Kampf mache ich aber mal eben automatisch, jetzt mal ehrlich. Der Feind ist vernichtet. Der wäre, hätte ich den gemacht, auch so schnell gegangen. What the fuck, der hat ja gar nichts. Davon kaufe ich mir ein paar Notfallsprüche. Für Lämmer sollte ein Thema gerade stehen, auch wenn ich zweifle, dass wir wieder gegen Naga kämpfen müssen, aber das ist ja erbärmlich, die Auswahl. Huch. Ignorieren wir mal diesen total hässlichen Baum. Und, kommen wir da hin irgendwie? Oh. Lass mich hier gerade so ein bisschen automatisch leiten, weil ich nicht so im Plan abonnieren von Wege sind. Oh, irgendwas ist aufgestiegen. Ich hoffe, es war irgendwas von uns. Jetzt fängt das fröhliche Hin- und Hergereit wieder an. So, sieht man eigentlich Lamberts tollen Helden. Auch so. Ja, tatsächlich, der wird sogar animiert auf der Weltkarte. Finde ich genial. Hätte ich nicht gedacht. So. Nochmal fast vollkommen alles auffrischen lassen. Dann, ja, unerforschtes Gebiet ist immer gut. Einheit in so. Ich denke mal, dass ich noch Bewegungspunkte habe, nachdem ich die angefangen habe. Natürlich, indem ich erstmal den hier genommen habe.
um mein ganzes Lebensmana, was ich mir teuer verdient habe, wieder rauszuwerfen. So. Obwohl ein Lebensmana kostet der ja gar nicht so viel mehr. Oder ist die Folge auch schon vorbei? Das heißt, wir werden uns das nächste Mal um diese Trolle hier kümmern. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Disciples 3.